Die Straßenbahn in Frankfurt oder feiert Geburtstag. Vor 125 Jahren ist die erste Straßenbahn in Frankfurt oder gefahren. Am Samstag, den 22.01.1898, wurde die erste elektrische Straßenbahn in den Dienst gestellt, welche einen Tag später ihren Fahrgastbetrieb durch die Oderstadt aufnahm. Zum Anlass gab es eine Rundfahrt mit Start vom Gelände des Vereins für historische Straßenbahnen Frankfurt-Oder. Auf dieser Tour brachten die Geschäftsführer der Frankfurter Dienstleistung Holding, der Stadtverkehrsgesellschaft und der Oberbürgermeister Infos und Fakten mit über die Historie sowie Aufgabe der Straßenbahn. Zeitgleich zur ersten Straßenbahn ging auch das erste Stromwerk ans Netz in Frankfurt-Oder. Denn erst durch die Elektrifizierung wurde auch die Straßenbahn möglich. Ein großer Moment für die Stadt, der das Fundament für so vieles legte. Und so ist es für Christian Kuke, dem Geschäftsführer der SVF, eine besondere Freude, die 125 Jahre begehen zu dürfen. Er sieht aber auch die große Verantwortung, die damit einhergeht. Das ist schon was Besonderes, wenn man 125 Jahre Strom- und Straßenbahn hier begehen darf und auf diese lange Historie zurückblickt. Und natürlich auch ein großer Teil Verpflichtung, das Ganze dann auch vielleicht für die nächsten 125 Jahre in erfolgreiche Zukunft zu lenken. Das heutige Straßenbahnnetz in Frankfurt-Oder hat eine Länge von 43 Kilometern, das laut Kuke in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Das geht natürlich immer nur durch stetige Wartungen, wie hier beim Gleisbett im Stadtzentrum. Auch Modernisierungen fallen immer wieder an. So ist an erster Stelle die 100%ige Umgestaltung zur Barrierefreiheit die Aufgabe der Zeit. Unser Hauptaugenmerk derzeit liegt auf der Infrastruktur in dem Bereich, dass wir sagen, wir möchten unsere Haltestellen so barrierefrei ausbauen, dass eine diskriminierungsfreie Nutzung durch jeden möglich ist. Im Zuge der Verkehrswende steht auch viel Visionäres auf dem Plan. Die Zukunft schreit nach Veränderung. Wir haben nachgefragt, wie es da in Frankfurt-Oder vorangeht. Was das Thema Ausbau angeht, auch da gibt es durchaus Ideen, die wir momentan vorantreiben. Und dazu gerne mehr, wenn das ein bisschen was mit Substanz ist, sodass man da jetzt keine Wunderdinge verrät. Es kommen mit der Verkehrswende viele harte und schwere Aufgaben auf die betroffenen Unternehmen zu. Umso wichtiger ist es, sich auch an die Zeit von damals und die Errungenschaften zu erinnern. So wird in der vom Jubiläum gestalteten Erlebnisstraßenbahn regelmäßig gefeiert, durch unter anderem Events wie das für den 12. Februar geplante Konzert der Singakademie. Rudolf Thiersch von der Akademie gab passend dazu eine Einstimmung zum Mitsingen. So fasst euch an, so fasst euch an, wir fahren mit der Straßenbahn. Das erste Highlight, auf was Sie sich freuen können, ist am 12.02. ein Konzert der Singakademie in der Straßenbahn. Und auch in der Folge werden wir noch ein, zwei Highlights für Sie bereithalten, die wir aber heute noch nicht verraten wollen. Wer nun auch Lust auf eine Reise bekommen hat mit Live-Musik, für den gibt es Karten zu einem Vorteilspreis von 5 € im SVF-Kundenzentrum in der Heilbronner Straße.